Hi zusammen und herzlich willkommen. Tag 4 des Liebherr-Baumer Videomagazins. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ihr habt es mitbekommen in den letzten Tagen. Es gibt hier so viel zu sehen, so viele Attraktionen, so viele Highlights. Und genau von denen zeigen wir euch natürlich auch heute ein paar. Wie immer, on your side. Die Bauindustrie verändert sich. Viele Bauunternehmen setzen zunehmend auf neue Technologien, um tägliche Herausforderungen zu meistern. Für komplexe Projekte, bei denen man nach 3D-Vorgaben arbeiten muss, bietet Liebherr hochmoderne Lösungen. Wir zeigen hier auf dem Test & Drive-Gelände neue Maschinensteuerungssysteme Leica Design for Liebherr in 2D- und 3D-Ausführung für unsere Mobilbagger und für unsere Raupenbagger. Das System zeichnet im Besonderen aus, dass es den Fahrer unterstützt dabei, dass er nach einem 3D-Modell arbeitet oder ein Planum erstellen kann und das in der optimalen Unterstützung durch die Maschine. Also in der Praxis funktioniert das so: Du bist als Fahrer auf der Maschine und hast eine bestimmte Arbeit zu erledigen, zum Beispiel ein 3D-Geländemodell als Vorgabe, und du musst das eben so bearbeiten im Feld. Oder du hast ein einfaches Planum und musst eine einfache Fläche zum Beispiel abziehen mit der Maschine. Dabei unterstützt dich die Maschinensteuerung in besonderer Weise, indem sie dir anzeigt, wie es zu bearbeiten ist. Das heißt, du als Fahrer wirst von der Maschine aktiv unterstützt und dir wird Arbeit abgenommen. Zusätzlich hast du beim 3D-System GPS-Komponenten, um deine genaue räumliche Orientierung zu haben der Maschine. Du weißt also exakt bis auf 2 cm genau, wo du dich auf der Welt mit der Maschine befindest. Emissionsfreies Be- und Entladen auf der Baustelle. Keine Abgase und schön leise. Dank des neuen elektrischen Trommelantriebs. Liebherr macht's möglich. Ja, wir stehen hier vor unserem ETM 905. ETM steht für Electric Truck Mixer oder eben elektrischer Fahrmischer. Und das Besondere ist, dass wir hier ein hybrides Konzept haben. Das heißt, wir haben die Fahrmischertrommel elektrifiziert und das Ganze auf einem dieselkonventionellen Chassis aufgebaut. Dadurch können wir bis zu 30% Dieselkraftstoff und somit auch 30% CO2 einsparen. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus, dass wir hier nicht mehr extern nachladen müssen, da wir einen Generator am Nebenantrieb vom LKW angeflanscht haben und der Generator lädt während der Fahrt dann unsere Batterie nach. Das ganze Konzept ist so effizient, dass wir nicht mehr extra nachladen können, weil wir hier die Option gar nicht mehr verbaut haben. Das heißt, wir als Liebherr bieten es bei unseren ETMs nur noch optional an. Wo steht das höchste Exponat der Bauma? Na klar, bei Liebherr. Der LR1400 SX ragt heraus. Der neue Raupenkran ist noch höher als sein Vorgänger und hebt auch deutlich mehr. Das ist der größte Multifunktionskran mit 400 Tonnen Hebekapazität, den wir je in Liebherr-Werk Nenzing gebaut haben. Am Stand hat er ca. 160 Meter, das ist aber nicht die Gesamthöhe. In Wirklichkeit könnte man ihn aufbauen auf 178 Meter. Das Besondere bei diesem Multipurpose-Krankonzept ist jenes, dass wir sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt haben. Und das machen die vielen verbauten Assistenzsysteme möglich. Was den 1400 SX auch auszeichnet, der Auf- und Abbau ist genauso einfach gestaltet wie der Transport auf der Straße. Wow, was für ein gigantischer Kran, oder? Ich bin jetzt bei Benedikt Bertle. Benedikt, wie sieht's aus, wenn ich als Kunde wirklich so ein herausforderndes Projekt habe und dann auch noch einen Kran brauche? An wen wende ich mich? Am besten kontaktierst du die Tower Green Solutions. Wir sind spezialisiert auf die Planung und Beratung von großen Sonderprojekten sowie Sonderanwendungen im Bereich Dontrigrane für Mining, Shipyard und auch im Kraftwerks- und Anlagenbau. Also, Tower Crane Solutions kümmert sich um die ganz tricky Angelegenheiten. Hast du gerade ein Projekt, was ihr da betreut? Wir haben weltweit sehr herausfordernde Projekte. Ein schönes Beispiel ist aktuell die Çanakkale-Brücke in der Türkei. Extreme Hakenhöhen, widrige Wetterbedingungen, Erdbeben. Auch hier haben wir versucht, mit unserem Kunden zusammen eine tolle technische Lösung zu definieren. Klingt sehr, sehr interessant. Danke dir an dieser Stelle und wir kommen jetzt zur Action des Tages. Liebherr bietet nämlich Standführungen an, von montags bis freitags, und das dann für Hochschulen und Schulen. Fünfmal am Tag schwärmen 5 Gruppen mit ihren Standführerinnen und Standführern auf dem Liebherr-Stand aus und werden mit allgemeinen Infos zu ausgewählten Exponaten, aber auch mit jeder Menge Fun Facts versorgt. So wird der Grundstein für Karrieren bei Liebherr gelegt. Super cool, es war wirklich beeindruckend. Wahnsinn, also wirklich, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
alternative Antriebe und die CO2-Reduktion hat sich Liebherr ja ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Hier im Innovation Lab, da erlebt man diese Technologieoffenheit hautnah. Herr Appel, wohin geht da der Weg? Vom Wasserstoffverbrennungsmotor über die Brennstoffzelle, über rein batteriebetriebene Maschinen bis hin zu Maschinen, die mit alternativen Kraftstoffen arbeiten, sind viele Wege zur CO2-Reduzierung. Sehr interessant. Und warum rücken alternative Antriebe erst jetzt so richtig in den Fokus? Ja, die Zeit ist total reif, ich sag mal, für eine moderne Technologie, die natürlich aus uns herausgetrieben, aber auch aus dem Bewusstsein der Gesellschaft, dass wir jetzt etwas verändern müssen. Und wir wollen das natürlich tun, machen das mit vollem Herzen und schauen natürlich in eine Zukunft, die erfolgsversprechend sein wird. Dann würde ich sagen, gucken wir uns dann einfach mal ein bisschen um. Ja. Euch geht es jetzt on your side direkt nach Spanien, genauer gesagt nach Bilbao, auf eine Baustelle. Da ist der beliebte Mobilkran LTM 1650 8.1 im Einsatz und das schaut ihr euch jetzt an. Hier baut Gruas Ibarrondo eine Brücke über das Tal. Bei diesem Projekt besteht die große Herausforderung, das Tal unangetastet zu lassen, da dort ein vom Aussterben bedrohtes europäisches Bison lebt. Entscheidend ist, das Leben dieses Tieres nicht in Gefahr zu bringen. Die größte Herausforderung dieses Bauvorhabens war die Orographie, der Platzmangel und die komplexe Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmen, die verschiedenen Baustellen und der Zugang. Besonders der Zugang und die Orographie. Dass wir uns bei diesem Projekt dazu entschieden haben, mit Liebherr zusammenzuarbeiten, hatte in erster Linie mit dem LTM 1650 und seiner Funktionalität zu tun, besonders mit den Merkmalen Vario Ballast und Vario Base, sowie seiner flexiblen Bedienung, Wendigkeit, Leistung und so weiter. Dieser Kran lässt sich bei der Art von Arbeit, die hier anfällt, sehr gut und bequem bedienen. Er bietet viele Optionen und liefert große Leistung. Was den LTM 1650 vor allem von seiner Konkurrenz abhebt, sind die Länge des Auslegers und die Merkmale Vario Ballast und Vario Base, die ihn in jedem Sektor deutlich vielseitiger machen. Im maritimen Bereich, in der Industrie, einfach in jedem Gebiet. Wow, wirklich beeindruckende Bilder, die wir da aus Spanien gesehen haben. Bei mir ist jetzt Florian Brunner. Florian, wurden solche Art von Mobilkrane exakt für genau solche Herausforderungen konzipiert? Ja, Sebastian, der LTM 1650-8.1 wurde auch genau dafür gebaut, um, wenn wenig Platz vorhanden ist, aber hohe Traglasten gehoben werden müssen, seine Dienste zu verrichten. Das gelingt ihm mit seiner variablen Abstützbasis VarioBase, aber auch diesem entwickelten variablen Ballast, dem Vario-Ballast. Und in Kombination mit dem starken Teleskopausleger meistert er jeden Job dieser Art. Was macht den Kran so beliebt bei den Kunden? Ja, die hohe Flexibilität dieser Maschine. Das heißt, er kann sowohl mit Teleskopausleger alleine betrieben werden, aber auch mit verschiedenen Auslegersystemen einer Wippspitze. In der Windkraft, in der Raffinerie, überall, wo hohe Lasten gehoben werden, punktet diese Maschine. Sie ist die stärkste im Markt, quasi the maximum on 8 axles. Vielen Dank, Florian Brunner. Das war schon wieder für heute mit Folge 4. Folge 5 natürlich dann morgen. Und wer Lust hat, der guckt einfach mal rein. Folge 1 bis 3 sind natürlich auf allen Plattformen verfügbar. Bis morgen. Ciao.